Liebe Freunde, welcome back zu einer weiteren Folge Pixelmon. Da wir so viele unglaublich viele Arenen abzuklappern haben, liebe Freunde, werde ich jetzt einen Vorschlag machen. Und zwar, wir werden die Arenen machen, allerdings nur die Arena-Leiter. Das heißt, wir werden alle anderen Trainer skippen, mehr oder weniger, da die, naja, schon EP bringen, aber eben nicht so unglaublich viel wie sie vielleicht wert wären oder keine Ahnung was und es einfach dauert. Na, deswegen, whoops, skippen wir einfach mal alles, indem wir ein bisschen schummeln und da einfach so hochfliegen. By the way, was ist das eigentlich für eine super coole Falle? Kann man die mal auschecken? Die würde ich mir gerne mal näher ansehen. Ich habe keine Ahnung, was es hier sein soll. Und dann hier so, das sind so Schleimdinger, ne? Okay, also vielleicht bauen wir uns so eine Falle mal nach. Irgendwie für so einen kleinen Geheimgang oder so, wo wir quasi durch den Sand schlüpfen. Aber das hier ist der Arena-Leiter, Leute. Hier ganz unten, der befindet sich nämlich nicht in der Arena, sondern unter der Arena. Die Brutgewohnheit des Rotkamm-Taubos sind bemerkenswert ähnlich denen des goldblauen Hututs. Bruder, was machst du hier unten? Okay. So, für Boden-Pokémon haben wir ehrlich gesagt nichts weiter als Mokuba und ich hoffe, dass wir nicht mehr brauchen. Aber schon das erste Pokémon stellt sich als Problem dar, nämlich ein Skorgela. Dann schauen wir mal. Oh Gott, die Tarnsteine. Okay, ich verstehe. Dann gehen wir für Nitro-Ladung. Wird rausgeswitcht zu Rihonior. Oh mein Gott. Okay. Alright. Ja, er wird uns jetzt umbringen mit einem Steinnagel, ne? Jetzt gehen wir zu Mokuba, können jetzt halt Wachstum einsetzen. Will ich... Das Ding hat ein Feuersch... Okay. Das wird jetzt ein fettes Problem werden. Das wird ein fettes Problem. Alter, schaut euch dieses Riesen-Rinhornio an. Schaut euch dieses Rinhornio an. So, Solarstrahl, komm, please. So, dann haben wir Kamerupt, der wahrscheinlich auch noch Steinattacken hat und so einen Scheiß. Okay, Luftschnitt. Ich meine, Latias wäre auch eine Option mit seinen Wasserattacken. Steinpolitur. Bruder, du bist auch mit Steinpolitur nicht schneller als mein Glurak. Doch, bist du? Lol. Wow. Okay. Geowatz. Solarstrahl. Du hast leider wieder Robustheit. Warte mal, was? Der hat mich outspeedet, der Typ? Okay. Alles klar. Alles klar, jetzt machen wir ernst. Ey, schaut euch mal an, wie klein dieses Geowatz ist. Okay, Sprungkick. Bra! Die Steinkante, ey. Uff, mit einem Crit dazu noch. Okay, Bud Spencer. Komm rein, Eisenschädel. Ja, das Ding ist halt die Tarnsteine, ne? Die Tarnsteine sind super dumm. Steinkante ausgewichen. Giftzahn. Poison. Nope. Steinkante tot. Okay. Gut, dann gehen wir zum Exit. Das ist kein Exit, Junge. Also schon, aber nicht den ich haben will. Ist das ein Sonnenstein da drüben? Okay, Moment. Lass mich mal ganz kurz. Oh. Irgendwas habe ich kaputt gemacht gerade. Wo ist denn hier der Exit? Hä? Versteh's nicht. Ach, hier ist der Exit. Ah, ich verstehe. Okay, und ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht. Aber gut. Die Dinger können wir, by the way, auch mitnehmen. Die können wir sehr gut gebrauchen. Für unsere Base und so, ne? Ich klaue einfach alles aus den Arenen, Alter. Wie so ein Assi. So, okay. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Das können wir schaffen. Wir brauchen nur andere Pokémon. So. Zack. Hey, hey. Gut. Wir nehmen die Kiste. Zack, einen PC. Holen uns Latias zurück. Glurak hat auch einen guten Job gemacht. Chabelle ist einfach weak AF, Alter. Also muss man jetzt einfach mal sagen. Bud Spencer ist
Fox switchen wir wahrscheinlich eher gegen Esmeralda oder gegen Malfoy, weil die haben beide eine Steinschwäche. By the way, macht bisher Golbat nirgends eine gute Figur, ne? Also egal in welchem Kampf, Golbat ist immer, in welcher Arena Golbat hat immer abgestunken. Gut, egal. Let's go. So, da rein. Whoop. Und da ist dann auch schon der Typ. Oh, warte mal. Diese Dinger nehmen wir auch noch mit. Hey, das ist ja richtig crazy, wie das gemacht wurde hier mit einem Trichter und all so ein Kram. Spender. Alter. Was zum Teufel ist das hier? Warum geht das so krass schnell kaputt? Felsen. Lol. Schaut euch das an. Das muss man nicht mal anklicken. Das macht brrrm und dann ist alles kaputt. Lol. Ich wollte eigentlich diese Switches haben. Nicht die Steindruckplatte, auch nicht den Redstone. Genau, diesen Verstärker. So, damit können wir nämlich, also wir können unsere Basis jetzt massiv aufrüsten. Mit diesen Verstärkern und mit diesen Druckplatten und so, die wir jetzt haben. So, genau. Hier lang und dann zum Arena. Oh Gott. Warte mal, das ist nicht der Arenaleiter. Wo ist der fucking Arenaleiter? Oh Gott, hier, okay. Okay, auf die habe ich auch Bock. Die Dinger. Schleimblock, okay. Leute, wir klauen so viel Shit jetzt. Gehört alles uns. So, okay, Moment. Er hat begonnen mit was? Mit Skorgler. Dann beginnen wir doch einfach mit... Warum ist Malfoy kampfunfähig? Oh Gott, wir haben... Oh, okay. Wir haben den nicht geheilt. Egal, Giftzahn. Bap. Maybe Poison? Nope. Alter, wir sind so schwach. Ja gut, der ist jetzt auf Level 75, ne? Rhyperio, please poison. Please poison this dude. Okay. Z-Kraft, Blütenpracht. Der Typ hat Ice Punch oder Feuer Punch, ne? Da müssen wir jetzt nicht hier rumhaspeln. So, dann Rambos. Ui, nope. Dann gehen wir raus zu Latias, denn das resistiert die Feuerattacken. Ein Victini ist gespawnt. Okay, wir müssen ganz schnell los, Alter. Nein, Gastrodon. Oh, warte mal, wir haben trotzdem getroffen. Das ist interessant. That is interesting. Oh mein Gott, ein Victini. Yo, please, wir können nicht fliehen. Warum müssen diese Legis immer dann spawnen, wenn wir irgendwie in einem Kampf feststecken? Das ist so nervig. Okay, kann ich bitte einfach sweepen? Genesung. Warum bekomme ich immer Schaden? Skorgler. Ach, wegen dem Sandsturm. Okay. Aquawelle. Plus 3. Komm, das reicht. Was? Wegen einem KP wieder? Nee. Das ist wieder ätzend. AF, Alter. Geowatz. Ja, komm. Top-Genesung. Wir werden jetzt das Spell jetzt nicht verlieren, weil wir hier wieder, ne? Steinkante. Ja, leck mich, Alter. Ich glaube, der hat verfehlt, ne? Sonst hätte das viel mehr gemacht. Okay, er hat Verwirrung. Er trifft aber trotzdem und kommt durch die... Und kommt da durch. Was ein bisschen ätzt, aber gut. Bap, das war's mit... Was? Warum hat er jetzt aus Spiel... Das macht einfach keinen Sinn, Alter. Okay, wir kriegen wenigstens wieder ein bisschen Energie zurück. Die Z-Kraft können wir nicht mehr einsetzen. Egelsamen. Okay, wir treffen. Zum Glück. Okay. Ah, Titansteine, Junge. Das ist so ätzend. Ey, ich will Victini fangen. Ich will Victini fangen gehen. Wir müssen uns beeilen, bevor das Ding despawnt. Warum muss es immer bei einem blöden Kampf? Immer in der Arena. Immer. So, please flinch. Nope, Steinpolitur. Okay. Oh, aber das hat gereicht. Okay, Onyx.
Onyx ist vierfach schwach gegen Solarstrahl und wir sollten auch speeden. Aber Robustheit, ne? Die fucking Robustheit wieder. Bud Spencer. Er hat wahrscheinlich Eis. Er hat wahrscheinlich Erdbeben. Er hat wahrscheinlich fucking Erdbeben, Digga. Und wir verlieren. Okay, egal. Wir wollen zu Victini. Wir kümmern uns nachher um den Typen. Und ich habe sogar einen Trank eingesetzt, ne? Ist das Victini noch da? Ich sehe es nicht auf der Karte. Verdammt, Alter. Oh, come on, please. Vor allem hatten wir ein Pokémon weniger, ne? Jetzt heil meine Pokémon, Junge. Oh Gott, okay, wir müssen das Victini finden. Ey, bitte sei noch da. Das kann nicht sein, dass du 5 Minuten da bist und dann wieder despawnst, ey. Ist Victini in der Wüste ein Boss Griffeldes? Nein, da ist es, da ist es, da ist es. Hier auf dem Hügel. Wo zum Teufel? Hier. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Wie greifen wir das Ding an? Mit Bud Spencer zuerst? Victini? Oh Gott. Ey, Victini wäre so ein nices Pokémon. Ich liebe Victini, by the way. Mit seinem, hier, V-Generator und so, ne? Das kann schon sehr, sehr cool sein. So, der Init wurde gedroppt. Flammenball, uff. Okay. Ja, wir mussten jetzt gerade entscheiden zwischen Arenaleiter, Boss Griffeldes und Victini. Ich hoffe, dass wir uns nicht, dass wir es nicht bereuen, dass wir jetzt zum Boss, zum Victini gegangen sind. Ich gehe mal zu Malfoy und droppe mit Malfoy einen Bedroher und eine Kopfnuss. Von der Kopfnuss durfte der Victini nicht sterben. Ah, wobei, wir haben sehr, sehr viel mehr Angriff, oder? Aber wir, es war sehr effektiv und Stab. Das Felsgrab, von daher, Victini dürfte nicht sterben. Nope, nicht mal annähernd. So, Inferno und Burn. Okay, jetzt können wir sowieso nochmal drauf gehen, weil jetzt sind wir sogar noch geburnt. Und das war ein Crit. Oh mein Gott. Okay, ohne den Burn wäre das Ding jetzt gestorben. Okay, Beutel, Hyperball. Ey, ich will ein Victini. Ich will dieses Victini. Dann haben wir einen Groudon und einen Victini gefangen von unserer Reise. Oh Gott, Energiefokus hat das Teil. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob wir sogar unseren Meisterball einsetzen sollten, falls es nicht klappt, ne? Weil ich hab Bock auf Victini, Alter, ich schwör's euch. Ich liebe dieses Pokémon. Wird leider viel zu wenig benutzt. Und auch im Spiel hat es überhaupt keine große Relevanz. Aber leider ist es nicht einfach zu fangen. Das Problem ist, wenn ich den Meisterball einsetze für Victini, fliegt nachher irgendwie ein Latias vorbei oder Latios vorbei. Oder irgendwie ein Shiny. Keine Ahnung, Mann. Ein Shiny Darkrai oder so, Mann. Ich sehe es schon kommen. So, wir Mega entwickeln nicht, weil wir bekommen keinen Death Boost von Mega Glurak. Im Gegenteil, er kriegt nur einen Boost auf seine Feuerattacken. Und das wäre definitiv nicht so geil, meine Freunde. So, der Funkenflug wird resistiert. Er kriegt einen Crit. Das ist nicht gut. Okay, wir haben noch 13 Hyperbälle. Komm, Victini, jetzt mach mal keinen Lachs, Alter. Der Lachs, der lübt jetzt mit dir. Ein Mega-Sherox. Oh mein Gott, was ist denn hier alles? Okay, Mega-Sherox könnten wir mega easy holen. Mit Mega-Glurak. Ey, dieses Victini. Es will einfach nicht drin bleiben. Das gibt's doch nicht. Bleib in dem fucking Hyperball drin, Mann. Es wackelt nicht ein einziges Mal. God damn it. Ey, was hier gerade alles abgeht, ne? Alter, schaut euch mal dieses Dodo da unten an, ey. Ein richtiger Mizzet, ey. So, Flammenball. Ja, Latias wird noch viel mehr von dir tanken, weil ich resistiere genauso und, naja. Please. Please, Victini, mach jetzt keinen Lachs, Mann. Mach jetzt keinen Fass auf hier. Nein!
Schon wieder am Crit, ne? Ah, es hat Energiefokus gedroppt, stimmt. Ey, wir gehen, komm, wir hauen alle Hyperbälle raus. Ich hätte eigentlich schon vorher weitere Hyperbälle rausnehmen sollen aus der Dingens da. Das war eigentlich mega dumm. Aber ich meine, im schlimmsten Fall schmeißen wir den scheiß Hyperball, den Meisterball. I don't know. Ist es ein Victini wert? Nachher kommt halt ein Hooper und... wir haben zu wenig Meisterbälle, Leute. Und die scheiß Pokémon brechen einfach zu krass aus. Diesem Spiel. Ich will auf jeden Fall noch das Mega-Shirox haben. Beziehungsweise den Shirox nicht, weil das ist für uns halt ein easy win. Ne? So, wie viele Hyperbälle haben wir jetzt? 13. Für das scheiß Victini, ne? So, please, komm. Die letzten zwei Hyperbälle. Victini, mach jetzt nicht diesen. Mach jetzt einen Ehrenmove. Ah. Okay, weißt du was? Fuck it. Wir fangen das blöde Victini jetzt mit dem Meisterball und wehe, das Teil hat ein schlechtes Wesen, Mann. Ja, das war's. Kannst drin bleiben. Good night. Wir brauchen wirklich mehr Meisterbälle, Leute. Wir müssen wieder in die Ultra-Dimension und uns ein paar Meisterbälle holen. So, okay, let's go. Schnell ins Pokécenter. Und heilen. Bam, bam, bam. So, ist es bitte noch da? Natürlich ist es nicht mehr da. Dieses verdammte Mega-Shirox. Ah, direkt wieder despawned, ne? Du kleiner Halunke, ey. Ich schwör's euch, Mann. Ätzend. Fucking ätzend. Gut, das Bossgriffeld ist und das Mega-Shirox verpasst, aber dafür haben wir nun ein Victini. Bitte, Victini, verarsch mich jetzt nicht. Bitte sei einfach ein gutes Victini. So, komm. Kauziges Wesen. Grüße normal. Total neutral. Damit kann ich leben und damit bin ich zufrieden. Angriff 166. Ey, das kann man mixed spielen. Digga, 166 auf drei Statuswerten? Was ist das denn für ein crazy Ding? Ja, Funken, Flug, Flammenball, V-Create wollen wir dem Ding auf jeden Fall noch beibringen. Und ja, Feuerpsycho ist mega nice. By the way, fällt mir gerade auf, dass er sich den Typen mit Phoenixes teilt, ne? Okay. Gut, ja, wie gesagt, Shirox ist leider nicht mehr da. Das ist vorbei. Aber es wird definitiv nicht das letzte Mega-Shirox gewesen sein, was wir finden. Ja, jetzt wollen wir hier rein. Und genau, da war... Was war da? Genau, Skorgla war da. Und das Problem bei Skorgla, es kann Kehrtwende. Muss aber nicht sein. Steine. Okay, Stealth Rocks wieder, die blöden. Okay, Abschlag. Wir haben kein Item auf Latias, ne? Reicht die Aquaville auf plus 3? Danke. Okay. Geowatz. Das Problem ist, er wird jetzt wieder schneller sein, Alter. Und dann tötet er uns. Ach, der Tiefschlag hat der Junge. Deswegen hat er uns immer outspeedet. Oh, Mann. Und dann wieder mit den Tarnsteinen, ey. Das ist doch so ätzend, Junge. Okay, ich setze auf jeden Fall Beleber ein. Also, da kann er Gift draufnehmen, der Junge. Wir gewinnen jetzt diesen blöden Arena-Leiterkampf, ey. Der war mehr als schwer genug mit Tarnstein und 50 Mal Robustheit im Team und... I don't know, man.
So, Synestra, komm rein. Es tut mir leid, Synestra. Ich weiß, du bist momentan einfach nur Fodder für unsere guten Pokémon, aber... So, Mokuba, komm rein. Mokuba outspeedet hoffentlich das Teil. Kamerupt. Okay, die Frage ist, töte ich das Kamerupt mit einer Z-Kraft? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Okay, ich gehe zu Malfoy und heile mal. Ein resistierter Feuersturm killt mich? Okay. Ja, Bud Spencer hat sowieso keine Robustheit mehr. Von daher können wir das vergessen. Wir wollen Latias heilen. So, vierfach effektive Erdkräfte. Das war's. Latias. Tarnsteine. Aquawelle. Bap. Oh, Gastrodon. Okay, da ist es wieder, das Ding. Habe ich irgendwas, um zu heilen? Nein, ich habe nur Beleber. Gedankengut. Ah, der blöde Sandsturm wieder, ne? Okay, dann gehe ich für einen Drachenpuls. Das war ein Crit. Hat nicht gereicht, leider. Genesung. Oh Gott. Okay. Rhyperior, Rihonior, Aquawelle. Das macht leider nicht alles, weil Felskern und so, ne? Kraftkoloss. Kraftkoloss reicht, das ist nicht Stab und wird resistiert. Das ist wieder so strange, Mann. Das Problem bei Kasern ist, es stirbt wegen den Dingens, ne? Wegen den, Okay, Moment. This... Aus dieser Range tötet, glaube ich, eine Z-Kraft Blütenpracht. Yep. Und jetzt können wir Rhyperior finishen. Sehr gut. Oh Gott, das Geowatz, Alter. Ja, killt er uns mit einem Hit? Nein, killt er uns nicht. Onyx, okay. Das Onyx hat Robustheit, deswegen gehe ich für Igelsamen. Nein, und wir verfehlen. Das gibt's doch. Okay, er hat Steinkante. Wir outspeeden. Und saugen uns voll. Das ist okay. Wir weichen der Steinkante aus. Und das war's für Onyx. Und war's das mit dem Kampf? Es war's mit dem Kampf, Alter. Und wir bekommen Dampfwalze und den fucking Erdorden, Alter. Uff, Maschalla, Junge. Moment mal. Uiuiuiui. So, jetzt aber nichts wie raus hier. Okay. Wir haben zwar das Mega-Shirox nicht gekillt bekommen und auch das Griffeldis ist uns irgendwie entwischt. Aber dafür haben wir jetzt ein Victini zwar mit dem Meisterball gefangen. Oh, wow. Moment. Ich muss, by the way, noch meine Bälle rausholen, ne? Und die sind hier drin. Alles fünfmal verpackt. Hatte ich nicht noch einen Megastein oder so? Nein, scheinbar nicht. Oh, da ist die Elytre. Die bräuchten wir maybe auch wieder, um weiterzukommen? So, und das jetzt hier rein, die leider brauchen wir nicht. Orden. Oh Gott, wir können nichts mehr mitnehmen, Alter! Nicht mal die Schulker... ich brauche mehr Schulkerkisten. Ich muss mehr Schulkerkisten auf meine Abenteuer mitnehmen, Leute. Aber ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Ich weiß, es ist gerade sehr, sehr viel Arena-Gespamme. Ein Hundemon. Es ist gerade sehr, sehr viel Arena, aber ihr seht, wir sammeln Arena-Orden, wir sammeln Attacken, wir sammeln legendäre Pokémon, wir sammeln irgendwelche Z-Moves, wir sammeln Boss-Pokémon und Megasteine und all so ein Kram. Also es ist sehr erfolgreich, was wir hier tun, aber... Und hier kommt das Aber...
Wir sind komplett voll. Komplett. Ich glaube, da passt gar nichts mehr rein. Und naja, eigentlich haben wir ja noch einen weiten Weg vor uns, denn wir sind noch nicht mal in der Hälfte. Okay. Sorry, das machen wir noch. Das machen wir noch in der heutigen Folge, Leute. Ein Mega-Kangama auf Level... Oh mein Gott, Digga. Bro. Bro. Felsgrab. Nein, wie schräg zurück. Come on. Okay, aber er macht sich super viel Selbstschaden wegen dem Beulenhelm, ey, Kangama, das arme Kangama. Aerium Z, oh mein Gott, Kaninchenfell. Okay, der Aerium Z ist super krass. Hätten wir zum Beispiel einen Moxie Brutalanda, ne? Das wäre super heftig. Oh mein Gott, okay, der Blumentopf kommt mal kurz weg und dann kommt, warte mal, Moment. Ah, das ist doof. So, Aerium Z. Weg mit dem Blumentopf. Zack. Dann kommt das da rein. Ach, die Endertruhe. Das ist so ätzend. Okay, Pflasterstein. Komm weg. Was nehmen wir raus? Oh Gott, Digga, ich schwör's euch. So, okay, wir haben einen Aerium Z und einen Sonderbonbon bekommen. Und natürlich den... Hab ich den Kangama? Okay, ich hab den Kangama nicht. Oh, Digga. Okay, also, wie gesagt, wir machen krassen Progress, auch wenn es ein bisschen langweilig wird mit der Zeit, ne? Mit den Arenen und so, es ist ein bisschen grindy. Aber wir machen so krassen Progress gerade. Ich bin aber zu faul, um ehrlich zu sein, um jetzt zurückzufliegen, weil wir sind... Oh mein Gott, hätte ich jetzt fast die Schulkerkiste hier gelassen. Junge. Da sind wahrscheinlich wieder ein paar Leute in den Kommentaren ausgerastet, ne? Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind erst in der Hälfte und wir sind jetzt schon mehr als voll und haben irgendwie drei Arenen gemacht. Obwohl wir eigentlich auf dem Weg waren in diese Arenen da. Vor allem sind da auch noch viele Sachen, die ich euch zeigen wollte. Okay. Leute, wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen und ich werde mir in der Zwischenzeit Gedanken machen, was ich jetzt tun soll, ob ich zurückfliegen soll oder whatever. Ich meine, wir haben jetzt wieder Elytren. Wir haben neue. I don't know. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Bye!